Stellen Sie sich vor, Sie wollten auf einen ganz bestimmten Termin springen, auf den 14.02. Vielleicht würden Sie dafür diesen Datumsnavigator einige Male betätigen. Sie können auch ganz einfach Steuerung G drücken, Ihr Wunschdatum eingeben, mit Enter abschließen und schon stehen Sie in dem entsprechenden Tag. Möchten Sie die Verfügbarkeit einer anderen Person mit anzeigen lassen, wählen Sie den entsprechenden Kalender und hier können Sie über den kleinen Pfeil diese beiden Kalender übereinander legen, sozusagen als würden Sie über eine Folienansicht in beide Kalender auf einmal blicken. An derselben Stelle schalten Sie diese Überlagerung oder Überlappung auch wieder aus. Stellen Sie sich vor, Sie wünschen eine Übersicht mehrerer Terminoptionen in einer Ansicht. Hier in der Tagesansicht haben wir jetzt den 14.02. eingestellt. Halte ich die Taste Steuerung fest, kann ich mehrere weitere Daten dazu anklicken. Und die Ansicht füllt sich mit den weiteren Terminen, die ich hier entsprechend nacheinander anklicke. Nun fällt es mir aus dieser Ansicht heraus leichter, zu entscheiden, für welchen Termin ich eine Zusage geben kann. Stellen Sie sich vor, Sie wollen einen Telefontermin vereinbaren und möchten Ihrem Gegenüber Ihre Verfügbarkeit kurz darstellen. Dazu können Sie Ihren Kalender per E-Mail senden. Klicken Sie dafür hier oben in der Schaltfläche Kalender per E-Mail senden, wählen Sie das Datum und hier können Sie nun auch festlegen, ob der Empfänger nur Ihre Verfügbarkeit sehen darf, also sind Sie abwesend, sind Sie unter Vorbehalt erreichbar oder sind Sie beschäftigt. Alternativ können eingeschränkte Details angezeigt werden. Hierbei würde der Empfänger den Betreff Ihres Kalendereintrags lesen können. Oder ob Sie alle Details mitteilen wollen, also auch das, was in Ihrem Termin angegeben ist. Ich denke, für unsere Zwecke reicht nur für Verfügbarkeit. Und hier empfehle ich Ihnen noch, den Haken reinzusetzen in nur Zeit innerhalb Ihrer Arbeitszeit anzeigen. Das Ergebnis sieht nun so aus. Und hier können Sie auch noch Veränderungen vornehmen. Über Eintragen des Empfängers und eine kurze Nachricht klicken Sie hier auf Senden. Und schon hat Ihr Empfänger die entsprechende Terminverfügbarkeit. Wenn Sie Ihre Termine mit Farben kennzeichnen, können Sie das hier oben über die Kategorien tun. Stellen Sie hier am besten auch immer Ihre Verfügbarkeit ein. Die Vorbereitung des Termins können Sie ganz einfach über eine Agenda hier bereits vormerken. Dazu habe ich mir über Einfügen, Schnellbausteine, beispielsweise eine solche Agenda vorbereitet. Hier würde dann entsprechend der Eintrag vorgenommen. Und Sie könnten sich in diesen Termin hier auch schon gleich entsprechende E-Mails mit hineinkopieren. Wechseln Sie dazu in Ihre E-Mail, kopieren Sie sich die E-Mail mit Steuerung C und fügen Sie die E-Mail in Ihren Termin mit Steuerung V ein. Schnellbausteine sind übrigens sowohl bei den E-Mails als auch bei der Aufgabenplanung verfügbar. Es lohnt sich sicher, einige Schnellbausteine anzulegen, die Sie häufiger verwenden. Schnellbausteine erstellen Sie, indem Sie den Text zunächst schreiben, den Sie benötigen. Schließlich markieren Sie diesen Text, gehen auf die Auswahl Einfügen, Schnellbausteine und wählen Auswahl im Schnellbausteinkatalog Speichern. Geben Sie diesem Schnellbaustein nun einen Namen. Ich empfehle Ihnen, einen Namen zu wählen, der ohne Leerschritt ist und der mindestens 4 Buchstaben enthält. Möchten Sie einen Schnellbaustein einfügen, gehen Sie auf Einfügen, Schnellbausteine und wählen hier die alphabetisch sortierten Schnellbausteine entsprechend mit einem Klick aus. Wissen Sie, wie Ihr Schnellbaustein heißt, können Sie ihn auch einfach hier mit Namen aufrufen. Sie sehen, es reichen 4 oder 5 Buchstaben, um von Outlook das Angebot zu bekommen, einfach die Enter-Taste zu drücken und damit auf den Schnellbausteintext zugreifen zu können.